Hallihallo, lieber Kate Gedrachen. Von den eingesendeten Fragen darf ich dir stellvertretend folgende stellen. Und zwar, wie alt bist du eigentlich? Schwierig. Also so ganz genau weiß das niemand. Nicht einmal ich. Hallo lieber Drache, ich bin die Tabea und ich sollte dich heute von Noah fragen, seit wann du denn eigentlich KJG-Mitglied bist. Hallo, ich bin KJG-Mitglied seit meiner Geburt, weil die KJG schon immer so ein drachenstarker Verband war. Hi, Michi hier. Ich bin ein großer Fan und wollte dich immer mal fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ich mag total gerne diese Knabberdrachen, die so schön knusprig sind. Die esse ich total gerne, wenn ich bei einem langen Flug mal eine Pause mache. Dann bin ich direkt wieder voller Energie und Tatendrang. Hallo, ich bin die Emma und ich verpasse keine deiner Nachrichten. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, lieber Drache? Ich mag gerne grün und blau. Grün, weil ich gerne draußen unterwegs bin und die Welt bereise und blau, weil das die Farbe vom Himmel ist und ich so gerne Wolkenbilder anschaue, die mich zum Träumen über andere Welten bringen. Hallo lieber Drache, ich heiße Kati. Kannst du uns ein bisschen von deinen Reisen erzählen? Was war das schönste Erlebnis, welches du jemals auf einer Reise erlebt hast? Liebe Grüße! Wer mir bei meinem Broadcast Drachenreise auf WhatsApp oder Telegram folgt, der weiß, dass ich schon ganz schön viel erlebt habe. Ich war zum Beispiel schon in Schottland. Da habe ich meine Freundin Nessie besucht und wir haben damals zusammen im See gebadet. Das war echt schön. Wenn ihr nichts von meinen Reisen verpassen wollt, dann schreibt einfach das Stichwort Drachenreise über WhatsApp oder Telegram an die Nummer, die unten in der Infobox steht. Hey, hey, hier ist Leo und mein kleiner Drache. Und wir wollten dich mal fragen, lieber Drache, ob du uns verraten kannst, was du ganz besonders an der KJG magst. Aber natürlich kann ich das. Ich mag so viel an der KJG. Besonders, dass alle so lieb zueinander sind. Und dass ich immer so nette Post bekomme. Am meisten mag ich meine ganzen FreundInnen und die vielen Aktionen, die ich schon bei der KJG erleben durfte. Wie zum Beispiel die Zeltlager, Fetzte Bubble und viele andere coolen Sachen. Die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Hallo lieber Drache. Salome möchte wissen, welches Tier du gerne einmal wärst. Ich wäre so gerne ein Maulwurf. Wäre ich ein Maulwurf, könnte ich viel mehr von der Erde sehen und auch, was unter der Erde so vor sich geht. Ich fliege ja nur und da wäre das mal eine richtig tolle Abwechslung. Hallo Drache, hier ist die Lisa. Ich wollte dich fragen, was bisher dein schönster KJG-Moment war. Ich fand die Großveranstaltung Fetzte Bubble am coolsten. Da konnte ich so viele neue FreundInnen finden und habe die schönsten Sommertage erlebt. Wir haben getanzt, gelacht, gebastelt und natürlich ganz viel gespielt. Und deswegen freue ich mich auch schon so sehr auf Nimmerland nächstes Jahr. Hallo du, ich wollte mal wissen, was dein Lieblingswitz im Moment ist. Viele Grüße aus Renningen, der Paul. Das ist einfach. Der hier. Warum hat ein Fisch eine Taucherbrille an? Damit ihn der Fischer nicht erkennt. Ja, hallo lieber Drache, ich bin der Felix und wie du siehst, sollte ich auch mal bald wieder zum Friseur. Ich hoffe, dass ich da bald einen Termin krieg und ich darf dir heute die letzte Frage stellen. Ich möchte gern wissen, was du den Leuten da draußen und die uns und dir hier zuschauen noch mitgeben möchtest, noch auf den Weg geben möchtest. Ich wünsche euch allen da draußen ganz viel Sonnenschein, draußen und im Herzen. Ich wünsche mir, dass ihr alle gesund und glücklich seid und ich freue mich, euch spätestens auf Nimmerland wieder live zu sehen. Ganz viele drachenstarke Grüße. Ciao!